Herzlich willkommen, Bros, zur neuen CMA. Heute ist wieder Freitag und wir haben zwei wunderbare Teams. Fischjoghurt, Sir Noob, Rasengan und Blei sind in Team Rot, alle anderen in Team Blau. Und unser verehrter Hanfkeksler hat einen wunderbaren Schlachtplan, wie wir diesmal gewinnen werden. Stell uns deinen Plan vor. Echt? Hast du einen Plan gesagt vorhin? Ja, bist du untergegangen. Oh. Ein bisschen. Wahrscheinlich will, ich glaube, Hanfkeks will wieder viel mit Lava arbeiten. Cool. Hanfkeks ist unser Lava-Man. Ich hab's mir. Leute, ich würde euch erstmal raten, holt euch erstmal selber Kohle, weil wir sind irgendwo am Arsch der Welt. Hab ich vor, Okay. Ja, trau ich eh nicht mehr, das gibt's sowieso in 5 Minuten. Hast du. Warte mal, wo ist jetzt eigentlich unser scheiß Ofen? Ah, hier. Hau mal das Eisen da rein. Hau mal das Eisen da rein. Kann man jetzt noch ohne die Lava abkehren machen? Haben wir ein extra Leben? Nein. Ja, die sind ja einer weniger. Nicht? Ach so. Nicht? Ja, so, ja, ja, stimmt, die sind zu viel. Einer weniger. Ja, schreib mal ja, oder? Ne? Ja, mach einfach ja. Ist doch. Nur sie dürfen das die Sachen halt nicht wiederholen, ne? Wenn sie sterben, in der Lava verbrennen, dann dürfen sie nicht recovern, sondern haben ja, halt... Die dürfen nicht recovern. Neu suchen. Ja. Intern wollte ich schreiben, na egal. Also wenn der einer im Fight, während ein Fight stirbt, der kann nicht... Innerhalb der Peace-Time. Warte. Mach dir schnell Eisenschwert. Warte, hier Eisenschwert. Komm mal zurück, Eisenschwert. Hab ich dann ja, geworfen. Ich baue gerade noch in die Eisen ab. Weil ich baue jetzt nämlich die ganze Workbench und alles ab. Er scheint noch. Ihr müsst immer drauf achten, Sir Noob hat irgendwie. Die Methode, sehr schnell an Diamant zu kommen. Achso, ja, da, genau. Der weiß immer ganz genau, wie viele Schichten er sich in die Tiefe graben muss, damit er an diese wichtigen Erze kommt. Wir müssen einfach auf Distanz kommt. Gehen, einfach auf Distanz gehen. Erstmal Fackeln machen. Ich werde mal hier voll fett für Fackeln. Und er weiß halt einfach hier, das ist dieses langweilige Strip-Mine. Ja, das ist dieses langweilige Strip-Mine. Aber naja. Was aber effektiv ist. Ja, aber langweilig. Da habe ich doch lieber meinen Spaß und probiere irgendwelche Sachen aus mit Lava. Lava? Da müssen wir auch ganz schön tief runter. Ja, stimmt wieder. Ja. Aber wenn wir Lava haben, dann können wir dann eine gute... Brauchst du die Kohle ab, oder? Sowieso. Bevor ich mich jetzt... What the hell, verpiss dich. Hau ab, du armloser Zombie. Ich würde erst mal ein Steinschwert hocken. Nee, ich hau mit Eisen gleich drauf, weil letztes Mal bin ich draufgegangen wegen diesen dummen Monstern. Wollen, ich baue die Tür jetzt extra so hin, dass die weg von den Gegnern zeigt, ne? Okay. Ich werde jetzt... Hey, komm mit, hier, Freestyle, ich suche das gleich Lava, geh mal auf Diamantensuche. Und versucht hat, so viel Eisen zu holen, dass, ich hier Dingenskirchen, ein paar Eimer voll Lava holen. Wollen wir jetzt auch mal eine Redstone mitnehmen? Ja, gerne. Ich habe jetzt erstmal in der Minimap... Was ist hier los? FTF. Dann hol du auch mal Steine, also geh du auch mal unten in der Mine Steine farmen. Hast einfach du runter und dann rechts, da hab ich schon angefangen zu farmen. Ja, ich habe jetzt erstmal in der Minimap habe ich einen Waypoint gesetzt, damit ich hier jemanden zurückfinde und euch gegebenenfalls die Koordinaten durchgeben kann. Wallen, hier ist Mine, ne? Brauchen wir Gold? Hier unten. Ihr habt euch hier ein bisschen was gegraben, sehe ich schon. Habt ihr ein bisschen Kohle gefunden für Fackeln, weil es hier ziemlich dunkel. Ich habe bisher nur Stein gefunden. Ja, das ist schlecht, weil ich sehe hier unten nichts. Okay, warte. Ich glaube, das ist der Nachteil an einem Wald. Das ist der Vorzug von so Gebirge. Da sieht man manchmal Kohle außerhalb schon. An Außenrand von einem Berg. Aber hier muss man sich erstmal in die Dunkelheit graben. Obwohl Dschungel geht eigentlich. Im Dschungel findet man auch sehr häufig. Ja, wir sind im Dschungel, im Winterbiom irgendwann von gelatscht. Aber habt ihr Minimap? Kommt ihr jemals zurück? Nö. Ich habe einen Waypoint in die Richtung. Ich habe keine Minimap. Ich benutze sowas nicht. Hat jemand von euch eine Ahnung, welche höchste Noob gesagt hatte? War das 6, 9, 11, 14, 9? 9 glaube ich war das. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich hab was gefunden, irgendwas. Hatet mich nicht, wenn ich irgendwas falsch, wenn ich irgendwie Scheiße gelabert hab jetzt. Wo bist denn du jetzt hin? Er hatte irgendwie gesagt, auf welche Höhe er mal gräbt. Hat er mal so beinahe. Ich hab 12. Martin, du bist doch gerade am Häuschen bauen, ne? Guck mal, die Dunkelheit bricht, glaube ich, so langsam ein. Ja. Schau mal, dass wir da irgendwie einen Unterschlupf haben, falls wir jetzt zerberstet werden von Creeper, etc. Also deswegen... ich sag mal so, also hauptmäßig, also wir können uns schon mal hier eigentlich großartig zurückziehen, schon mal, falls monstermäßig was kommt. Wir haben immer noch nichts zum Ausleuchten, das ist ein bisschen... Das ist nicht so gut. Haben wir Gold?
ich weiß, was wir machen. Wir brauchen momentan nicht eher Kohle, sondern wenn wir einen Ofen haben, kann ich uns Holzkohle erstmal bauen. Okay, das ist natürlich nicht schlecht. Roland, wo bist du überhaupt? Ich bin hier gerade unten unterwegs, aber ich werde mal wieder zurück, weil es wird schon dunkel. Brauchen wir Gold? Gold brauchen wir nicht, gell? Gold ist scheiße. Du kannst mir halt helfen, nee, weil ich hier unten in der Mine ein bisschen ja, aber da ist doch stockdunkel, wir sehen nichts. Mach einfach deine Renderhelligkeit auf hell, dann siehst du alles, also. Jo, hab ich auch. Also ich sehe gerade ohne Fackeln trotzdem noch genug. Ja, ich auch. Ja, ich hab da so einen Shader-Mod, da ist es ein bisschen schwierig, glaube ich. Ja, ich hab keinen momentan drin, ne? Okay. Das einzige Problem ist halt, dass bei der Aufnahme dann die Zuschauer halt überhaupt nichts sehen, ohne Fackeln. Das ist ja, das stimmt. Das ist halt dann doch eher dann kacke. Ich habe Eisen gefunden, ich habe ein bisschen Kohle, ich komme sofort eben hoch für die Nacht. Ah, Kohle, okay, perfekt. Oh mein Gott, das ist hier dunkel. Ich bin hier, ich helfe dir. Dieser Schrein, bin auf Nick, nimm das, nimm, hab ihn. Martin, was ist denn hier los? Du. Boah, Skelett ist ein. Warum hast du so wenig Fell? Ja, ich hab Hunger. Ah, okay. Ich dachte, warte, geh weg, sonst hau ich dich noch. Ich rutsch die ganze Zeit weg. Habt ihr schon einen Ofen oder so? Ja, oben. Wir schon, ja, aber. Ich meine da oben. Ja, wow. Warte, nicht vor mich hingehen, sonst hau ich dich noch. Weil ich unbedingt für Diamant dann, wenn dann. Ich bräuchte eine Eisen. Kriegst du den oder soll ich dir helfen? Nimm das! Hab ihn. Okay, so, ich werde mal eine Kiste hier ersetzen. Warte noch, geh mal zusammen, nicht dass du noch drauf gehst. Ich hab schon mal eine Kohle, ne? Roland, kannst du mal Holz fällen gehen? Kannst du mal Holz und das in den Ofen? Ja, mach mir mal eine Axt, damit ich das ein bisschen schneller geht. Bitte? So. Ja, ich kann dir aber nur eine Holzaxt machen, ne? Na egal, hab doch irgendeine Axt. Alles ist besser wie eine Faust. Thanks a lot, nein. Dann mach ich mich mal auf die Suche. Ich werde mich in die Gefahr begeben, in der Dunkelheit hier ein bisschen Holz zu fällen. Onkel Wallen. Wallen. Ja. Da. Ich hab Angst. Lauf doch nicht von mir weg. 40 Fackeln. Ich hab 40 Fackeln für dich. Oh, wow, nice, man. Warte. Deine Stimme hat mir irgendwie gesagt, dass du irgendwie ein Creeper hinter mir her wäre. Deswegen habe ich. Irgendjemand hat die Fackeln aufgenommen. Also, Wallen, wir teilen die auch. Wallen hier, du kriegst auch 20 Stück, wir teilen die. Da ja, nicht alles verbraten, das hat den Rest verbraten wir dann dort. Machen wir erstmal nur Eisenspitzhacken, dann bauen wir den wieder ab. Brate Aslak. Ja, okay. Ich mach mal eine neue Spitzhacke. So. Hast du was zum Essen dabei? Weil ich habe nichts dabei zum Fressen. Ja, von uns, das ist gerade ein allgemeines Problem. Von uns hat keiner was zu essen. Ich würde sagen, wenn es wieder hell wird, wenn die Sonne wieder aufgeht, dann ist einer von uns. 19 Fleisch. Oh, hier ist Kohle. Nee, passt schon, das reicht gleich. Das ist recht locker. So, ich schaue jetzt erstmal, dass ich hier ein gescheites Eisending habe. So, habe ich hier nochmal 3, gleich habe ich hier nochmal. Komm hoch, ich geb dir jetzt eine Eisenspitzhacke. Also Wallen, du musst jetzt nicht unbedingt mehr Holz für Kohle farmen gehen, weil ich bin jetzt auch nochmal auf eine Kohleader gekommen. Ja, das macht nicht, ich hole jetzt generell noch ein bisschen Holz. Wo ist das Eisen? Weil ich gerade nichts anderes machen kann, weil Dunkelheit. Bin ich unsichtbar für dich? Nein, aber wo sind die Eisenbahnen? Bin ich blind? In meiner Spitzhacke. Ja, ich habe eine Spitzhacke. Fischjoghurt ist tot! Ja, ich habe auch. Dann haben sie eine Rejoin also verbraten schon mal. Okay, passt. Die Frage, nutzen sie das jetzt gerade echt für ihn, ne? Eigentlich. Nur für ihn, ja. Der erste, der drauf geht, war ja bei uns damals auch so. Gehen wir hier lang, hier ist ein Dungeon. Der erste, komm, hier ist ein Dungeon, gegangen, komm mal. Stimmt, hier, komm. Ja, warte, komm mit, ich da wo du vorhin warst. Erstmal war sehr schockt schon, kann ich dauern. So, dann mache ich jetzt mal hier das Holz. Jetzt geh mal in den Dungeon. Bla 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 bla. Dungeon hört sich lustig an. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Da, wo du vorhin das Wasser ausgemacht hast, dann. Achso. Wallen, TP mal Fischjoghurt zu Sanoop. Wo ist denn Dungeon? Achso, ja. Weil der hat ja den Rejoin. Hey, wie kommt da der Ding, der Block dahin? Warte, hier muss irgendwo ein Dungeon sein. Mal gucken. Guck mal über uns. Ein endlicher Cobblestone-Block. Einfach nur ein Cobblestone war da. Da habe ich Wasser zugemacht. Achso. Hör Lava irgendwo. Warte, hier geht's auch noch weiter. Wie kann ich feststellen, woher die Lava kommt? Ihr braucht definitiv mehr Eisen, damit jeder Rüstung hat. Ja, wir müssen es aber erstmal finden. Warte mal. Genau, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, sag ich mal. Bis 22 Uhr. Ja, noch eine Stunde. Ich begebe mich jetzt auch mal in die Höhle rein, was ich eigentlich nicht machen wollte. Genauso wie Dark Alva. Okay, hier ist nichts. Ja, Wallen, du brauchst eigentlich nicht in die Höhle. Nur Steine.
Ja, aber dafür muss ich auch in die Höhle gehen. Also ich hole jetzt hier einfach Steine. Wolle, da wo ich aus. Der Raum, da kannst du gut bist Steine fahren. Warte auf mich, gehen wir einfach zusammen. Lass doch runter, könnt's mal machen. Komm hoch, hinter dir, hier. Wollen, hier kannst du auch gut Steine okay farmen. Ja, ich bin hier schon dabei, ich werde jetzt hier einfach weitermachen. Das Eisen. Und, ja. Eisen, wo ist der Eisen? Ich hab nämlich hier gut, Pass aber auf dich auf, gell? In dem viereckigen Raum hab ich nämlich schon alles, was da war, hab ich abgetragen. Holt Eisen mit, was ihr haben könnt, weil eventuell könnten wir vielleicht auch irgendwas mit Seelenstein machen, so wie das, Lava! Oh, verpiss dich, ey. Oh, Dark Alpha, du bist. Du wolltest da oben bleiben und jetzt begibst du dich wieder in die gefährlichsten Situationen. Ja, ich mach. Ich das irgendwie, das macht keinen Spaß. Ey, wir sollten auf jeden Fall Wasser immer machen. Es macht keinen Spaß zu überleben, ich bin der Dark Alpha. Es macht keinen Spaß, da oben rumzuschimmeln. Nee, Base bauen, cool. Also, Fallen. Das ist zu langweilig. Wenn ich was mit Redstone bauen könnte, wäre es lustig, aber so ohne Redstone ist es schon ein bisschen. Sag einfach, ich habe Ofen auf dem Kohle und Eisen. Ja, bring mal mit, wenn du Redstone findest. Ja. Da kann ich eventuell was zusammenzimmern für uns. Machen, das ist wichtig. Wassereimer. Ich habe gerade eine schöne Kohleader. Oh, nein, einfach hier, wieso Wassereimer? Ich habe, warte mal, ich mache jetzt mal. Hier über Lava drüber zu gehen und falls mal brennt, kann man schlechen. Okay, passt. Du bist intelligent, warte mal, da brauchen wir aber erstmal. Aber wir können nämlich kein Wasser entnehmen. Warte mal, ich mache das jetzt mal ganz anders. Fällt euch das auch auf, speziell bei Teamspeak, dass die Qualität ein bisschen wankt? Also es hört sich immer recht okay an, sag ich mal. Geht nicht. Zwischen okay und gut. Und manchmal wird es richtig gut, also man merkt irgendwie so Großmembran-Quality und so. Und dann auf einmal fällt es wieder so komisch. Ich finde es total behindert bei Teamspeak. Ja, das ist mehr so. Hat Dark Alpha kurz übersteuert, ne? Ja, ich weiß, ich übersteuere mal das Lenkrad und so in der Hood. Warte, das brauchen wir Eisen, oder? Was mache ich? Ich bin auch so ein Held. Wallen, es wäre schön, wenn du mir ein bisschen Stein mit hochbringst, weil ich kann mir gar keine Spitzhacke bauen. Ja, ich bin dabei. Ich will es diesmal so machen, dass ich hier nicht 50 Mal hoch und runter muss. Ich will jetzt einmal einen großen Batzen holen und dann reicht es hoffentlich. Weg das. Aber wenn ich sterbe, ist alles weg. Oh mein Gott. Ist ja nur der Wallen, scheiß drauf. Hanfkeks, jetzt ist gerade ein bisschen ruhiger, vorhin ist das alles ein bisschen untergegangen. Wie sieht dein Schlachtplan aus? Du willst wieder Lava verwenden, so wie die letzten Male, aber diesmal ein bisschen anders, ne? Nur nicht mehr so diesen riesen Umkreis machen, sondern einfach echt knapp um die Base rum, alles voller Lava brettern und dann übers Dach laufen lassen. Sprich, aufs Dach Lava packen, die läuft dann ja dementsprechend auch erstmal runter. Ey, Lava ist nicht intelligent, da verreck ich dann am Ende. Ja gut, man muss... Wir können ja, ein Steingang, der zugänglich für die Gegner ist. Wir können ja, ich meine, das wäre ja eigentlich keinerlei Problematik von weit weg, so einen Zugangstunnel machen, versteckten, wo kein Lava ist. Also ich denke, das ist kein Problem. Stimmt, das können wir eigentlich machen und damit ist es alles zugänglich. Eben. Mach wieder weg. Rolle, du benutzt meinen Spruch, ja. So, ich habe hier knapp 2 Stacks Stein. Oh, Rolle, du bist der Beste. Oh, Lava, hallo Lava, wie geht's dir, Lava? Wollen wir Freunde sein, noch, Lava? Ich brauche noch ein paar Äxte. Intelligent. Das können wir eigentlich machen. Wir sind das Lava-Team. Das ist doch so ein Fischkopf. Soll ich mal. Ich kann ja mal schon mal den Tunnel graben, ne? Wenn du gerade nichts vorhast, kannst du das gerne machen. Ich hab da immer Langeweile. War ein Diamant nicht mal so bei der Lava rum? In der Lava. Da gehe ich aber nicht. Ich tue jetzt hier nicht in der Lava nach Diamanten. Ja, ich mach mal Feuer, dann springen wir. Ihr könnt ja mal in der Lava tauchen gehen und uns nach Diamanten. Ja, wenn wir es schaffen, Brausteine zu machen, dann kann ich das schon machen. Martin, mach mal bitte einen Ofen. Jetzt, solange es hell ist, sollte einer von uns. Ah, okay. Ich werde mal rausgehen. Ich werde jetzt nicht weiter in die Höhle gehen. Ich muss jetzt ein bisschen Fleisch holen. Wir haben, ne? Ja. Ihr seid ja bestimmt auch voll am Hungern. Nö, wir haben genug Fleisch. Wir haben irgendwie ich hab 20 Fleisch. Okay. Bratenes Fleisch. Also ich brauche auf jeden Fall was. Ich bin so ausgehungert. Gehen wir mal aus dieser Höhle raus, hier ist der tote Hose. Ich habe noch 3,5 Herzen. Also ich darf nirgendwo mal runterfallen, ja. Ich muss gleich hochschwimmen. Wo bist denn du? Ich habe ein Schwein, aber ich sehe es nicht, ey. Das macht mich wahnsinnig. Du hast schon Hunger, Wolle, ne? Ja, ich habe Hunger. Ich höre ein Schwein, aber ich sehe es nicht. Verfluchte Kacke nochmal, wo ist denn das Schwein? Ach, da unten. 80 Kilometer. Entfernt. Sollen wir uns hochbauen oder Weg raussuchen? Ich weiß, wo der Weg rausgeht, warte. Hier hin. Schwein, ich komme, um dich zu holen.
Wallen ist der Retter des Schweines. Oh yeah, zwei Steaks hat es. Oh, drei Steaks sogar, nicht schlecht. Hä? Wo bin ich denn hergekommen? Der Moment, wenn man keine Minimap hat. Und sich merkt, fuck. Ah, wo bin ich? Hier glaube ich. Der Moment, wenn man wieder weiß, wo man ist. Obwohl okay, man keine Minimap hat. Und der Moment, wenn man nicht mehr weiß, wo das verdammte Schwein ist. Der Moment, wo man sich verfahren hat. Obwohl man Navi benutzt. Ja. Da ist ja die Sau. Da ist der alte Eber. War das echt Höhe 9? Ach genau, hier. Ja, hier war ich. Hier war ich. Ah genau, stimmt. Du hast es gefunden. Wo bist denn du? Ich war zum zweiten Mal merkt, wo man ist. Wow, da spawnt ein Mistviech. Ah, hier ist Lava, natürliche Lava. Hier könnten wir, wenn wir einen Eimer haben, mal vorbeischauen. Gucken wir mal vorbei, da. Schauen wir mal vorbei, ne? Boah, hier wachsen dann die Lianen runter, das ist eigentlich voll geil. Ist draußen gerade dunkel, oder ist es hell? Es ist gerade Tageslicht, deswegen bin ich hier gerade ein bisschen außerhalb unterwegs und versuche ein paar Schweinchen zu killen. Zwei habe ich schon erwischt, habe hier gut ein paar Steaks. Und ja. So. Ey, ich höre Zombies, das ist echt nicht gesund. Ja, ich habe vorhin in den Höhlen, habe ich auch ein paar Mal Zombies gehört, aber ich habe jetzt, obwohl ich mich in die Richtung gegraben habe, so, habe ich da nichts freigeschlagen. Warte mal, bin ich jetzt auf dem richtigen Weg? Nicht, dass ich jetzt irgendwie hier mich falsch hochbaue. Das hat mich aber das letzte Mal beim Team echt fasziniert, dass die, was die innerhalb der Zeit alles geschafft haben. Ja, was wir aufgebaut haben, ne? Ja, also das war schon... Das war heftig. Vor allem das mit dieser Verarschmichplatte, die ich gebaut habe, ne? Die eigentlich gar nicht zum Einsatz gekommen ist. Ja, irgendwie, aber es war doch geil, weil wären die gekommen wären, Beton auf wären, dann hätte das anders ausgesehen, weil die so in der Bedrängnis wären. Ich bin oben, gell? Hier, Flüsterlex. Ich weiß nicht, wo du jetzt gerade bist. Ja, ich bin oben. Wo? Irgendwo im Schneebiom. Schneebiom? Ich bin jetzt in bis an der Grenze von so einem Waldbiom. Ich kann hinkommen. Oder die Grenze ist ziemlich groß. Ja, komm lieber, komm mal ins Dingbiom. So. Ja, ich bin im Waldbiom, nur wie gesagt, hier ist riesig und lang. Die Grenze. Hier geht's rund um Schneebiom. Hier ist so eine richtige Schweinefamilie. Es gibt doch nicht, dass die auf Baumspitzen hier rumwandern. Ja, das sind die seltenen die Schweinchen. Baumschweine. Ah, ich hab's vorhin. Baumsäue. Martin, du hast dich ja wieder beruhigt, du bist wieder normal geworden. Vorhin, was heftig mit dir? Wie heftig mit mir? Was war denn da los? Das war heftig, ich verstehe. Was heftig? Du hast dich den Peniskopf gefahren. Hast mich umgebracht, ich nehm's dir übel. Das hab ich nur gemacht, weil du in der Elektronik rumgeklettert bist. Weil ich bin außerdem noch runtergefallen durch so ein Loch. Ja, komm, ja, sagen sie alle. Und dann auch noch der Elektronik kaputt gemacht. Was macht Dark Alter? Meine. So. Leute, braucht ihr Stein oder so? Inventar leer. Ja, komm hoch. Haben wir einen Ofen? Ich bin Ofen. Wir haben mittlerweile oben eigentlich so ziemlich alles Wichtiges. Gut. Ich habe jetzt mittlerweile 12 Steaks. Ich schau nochmal, bevor es dunkel wird, dass ich so viel wie möglich hier noch. Wenn du Stein hast, alles ablegen. Pflasterstein, genau. Pflasterstein. Er hat Pflaster und Steine, Pflaster. Ey, ich bin allein. Noch mal ein Stein, noch ein Pflaster. Ich finde, Pflaster fehlt in Minecraft. Das sollten sie einführen. So, danke. Ja, eine Schweinefamilie, geil. 4 Stück auf einmal. Ich habe alles an Stein jetzt gepickt, weil dann kann nicht mal das, was Roll und ich für die ganzen CMAs schon geplant haben, diese Mehrfachhülle für das Haus. Ja. Hat jemand noch Holz für mich? Warte. Da ist das alles drin. Gar nicht, nein. Ich brauche ein paar Steine doch zurück. So, meine Kiste. Dann leg das Holz einfach in die Kiste. Jo. Ich hab dir ein bisschen zu viel gegeben. Ich brauche noch Spitzhackeln. Eine Spitzhacke. Weil ich will die nicht unbedingt noch nicht mit Eisen bauen, die Spitzhacken. Hat irgendjemand eine Ahnung, was ein Dark Alpha ist? Nö. Er ist gerade disconnected und. Ja, er steht allein im Wald. Was passiert, wenn man durch einen Disconnect stirbt? Tot halt, ne? Dann Wenn man einfach rausläuft, kann man immer wieder reinkommen, solange wie man nicht tot ist.
Naja, aber wenn man halt, weiß nicht, Internet spackt kurz rum und dann bist, ne, dann ist ja, halt tot. Ja, und dann nehmen wir jetzt mal an, man ist am Spawner, gerade farm, man geht raus und dann wird man auf einmal trotzdem von den Skeletten getötet, so meinst du das, ne? Ja. Ja, dann ist man tot. Gut, okay. Dann hat... Ey, das sieht voll episch aus irgendwie. Epic. Oh, hier könnte man sogar einen Aussichtspunkt hinmachen, um die Gegner zu beobachten. Wie gesagt, ich begebe mich jetzt mal auf dieses Farm-Niveau. So, du begebst dich auf ein Niveau tiefer. Ich habe jetzt 25 Steaks im Schlepptau und werde jetzt mal hochkommen, werde das mal schön in den Ofen stecken, weil ich glaube, obwohl, wir haben noch Mittagssonne, aber ich habe keinen Bock hier mitten in der Pampa zu sein, wenn es gerade dunkel wird. Es ist gerade so schön ruhig, Alpha ist weg. Ja. Hanfkeks, Hanfkeks konnte seinen Teufelsplan gar nicht erzählen am Anfang, weil hier so viel Redeaktivität war. Ja. Das alles von Dark Alpha, ne? Ja, eigentlich bist du unsere Labertante, aber heute war es Dark Alpha auf jeden Fall. Wie Labertante? Labertante. Jetzt disst er mich schon wieder. Nee, komm Martin. So richtig Mobbing. Bisschen Spaß muss sein. Ja, eben. Bin ich wieder der Eben-Mensch aus dem Netzwerk. Wenn wir wieder heimkommen? Oder ja, komm erstmal.